Schröder versichert, diesem Vertrag nicht näher getreten zu sein. Gerling gibt an, dass Schröder seit Herbst 2007 Mitglied des Beirats gewesen sei. Mit den Messehallen sei er aber nicht befasst gewesen. Auf der Rennbahn in Köln-Weidenpesch war Schröder gern gesehener Gast. Hier sponserte die Sparkasse Pferderennen auf der Hausbahn des Bankhauses Oppenheim. Wie erst jetzt herauskam, sollte Schröder auch die Investoren des Oppenheim-Esch-Fonds beraten. Bereits im Jahr 2000 genehmigte ihm die Sparkasse eine Nebentätigkeit in einem Anlagenausschuss. Gemeinsam mit diesen Herren, Josef Esch und Graf von Krockow vom Oppenheim-Esch-Fonds. Manche Dinge, die kann man natürlich irgendwo auch an der Nase auch anfassen. Und dann sage ich mal, immer eine Nebentätigkeitsgenehmigung in einem Umfeld, in dem der Sparkassenchef sich sowieso als Chef eines Bankinstitutes bewegt. Wenn er da eine Nebentätigkeitsgenehmigung haben will, dann geht es nur einfach darum, dass er aus anderen Kassen, Dritter, nämlich nicht der Sparkasse, irgendwo ein zusätzliches Entgelt beziehen will. Die Genehmigung der Nebentätigkeit erscheint umso fragwürdiger, als die Sparkasse bereits damals umfangreiche Geschäftsbeziehungen zum Oppenheim-Esch-Fonds unterhielt. Es ist ja nicht klar, inwieweit die Tätigkeit von Herrn Schröder wirklich aufgenommen wurde. Herr Schröder bestreitet das und mir liegen auch keine Beweise vor, dass er diese Arbeit wirklich aufgenommen hat. Wenn das, was mit dem Beschluss intendiert war ursprünglich, nämlich dass Herr Schröder offenbar für den Esch-Fonds in dem Fall als im Anlageausschuss sicherstellen soll, dass da eine ordentliche Rendite hergestellt wird, dann wäre es ja im Grunde so, dass man sagen müsste, der Verwaltungsrat hätte dann seinen Vorstandsvorsitzenden die Erlaubnis gegeben, seine eigene Sparkasse auszuräubern. Genehmigt hatte die Nebentätigkeit der Verwaltungsrat der Sparkasse unter ihrem damaligen Vorsitzenden, Professor Rolf Bietmann. Er und Schröder beteuern, der ominöse Anlagenausschuss sei nie zusammengetreten. Der ehemalige Sparkassenchef sieht daher auch keinen Interessenkonflikt. Mit dem späteren Messegeschäft habe dies nichts zu tun. Merkwürdig nur, im Sommer 2003 treffen sich Sparkassenchef Schröder und Fondsmanager Esch, um vertraulich auszuhandeln, wie dem Oppenheim-Esch-Fonds der Auftrag für den Neubau der Messehallen zugeschanzt werden könnte. Im Dezember 2004 wird die Vereinbarung nachträglich schriftlich festgehalten. Der Vertrag wird zwischen der Josef Esch Fonds Projekt GmbH und der SK Kapitalbeteiligungsgesellschaft geschlossen. Danach sollte die Sparkasse ihren Einfluss gegenüber den zuständigen Personen und Gremien, also gegenüber dem Oberbürgermeister und dem Rat, ausüben, damit der Oppenheim Esch Fonds den Zuschlag für den Auftrag bekommt. Das Honorar für diese Leistung 9,9 Millionen Euro. Den Vertrag legen wir dem Rechtsexperten vor. Also, um das mal deutlich zu sagen, ich habe mir zweimal angesehen, weil ich regelrecht entsetzt war. Ich habe noch nie gesehen einen Vertrag, bei dem die Beteiligten das in dieser dreisten Form auch noch schriftlich niedergelegt haben, dass sich hier jemand, der ein bestimmtes Projekt befördern will, weil er sein Geld daran verdienen will, nahezu 10 Millionen Euro auslobt und das an eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, nämlich die Stadtsparkasse Köln oder ihr Tochterunternehmen, um damit diese zu bewegen, wieder Einfluss zu nehmen auf die Organwalter, auf die Amtsträger, vielleicht den Hauptverwaltungsbeamten, vielleicht die Ratsvertreter, im Grunde genommen, um politischen Einfluss zu kaufen, nur damit dieses Projekt da zustande kommt. Ist das nicht Korruption? Wenn es so wäre, wie Sie das schildern, könnte man daran denken, dass das Korruption ist. Unsere Ermittlungen haben aber diesen Sachverhalt bislang so nicht bestätigt. Deshalb, seien Sie mir nicht gram, kann ich zu diesem Komplex derzeit weiter nichts ausführen. Es steht da explizit in dem Vertrag drin. Der Vertrag wir wollen uns nicht über den Wortlaut des Vertrags und über die Hintergründe hier unterhalten. Doch. Ich kann nur eins dazu sagen, das prüfen wir. Weitere Angaben dazu kann und werde ich nicht machen. Gut, das liegt Ihnen aber doch schon seit letztem Jahr vor. Und natürlich muss man über den Wortlaut sprechen. Ich glaube, ich habe mich dazu deutlich verhalten. Wir prüfen das, wir haben das geprüft. Weitere Angaben dazu werde und kann ich nicht machen. Aber Sie müssen doch begründen können, warum Sie Ich habe mich, glaube ich, deutlich ausgedrückt. Wir prüfen diesen Sachverhalt. Ich kann dazu weitere Angaben nicht machen.
und ich bitte dafür um Verständnis. Gut, trotzdem nochmal, lassen Sie mich bitte ausreden. Nein, also, wenn Sie weitere Fragen dazu stellen, beenden wir das. Soweit die Auskünfte des obersten Strafverfolgers. Hat er den Sachverhalt nun abschließend geprüft oder ist er noch dabei? Was hindert ihn daran, den Inhalt des Vertrages zu bewerten? Das Kölner Landgericht ist da eindeutiger. Es hatte die Millionenzahlungen des Oppenheim-Esch-Fonds an die Sparkasse ebenfalls zu bewerten. In einem Zivilurteil vom 1. Oktober 2008 stellte es fest: Mithin stellt der Vertrag eine hinreichende Beweisgrundlage für den eher untechnischen Vorwurf der Schmiergeldzahlung dar. Das Landgericht Köln hat in diesem Zusammenhang in einem Zivilurteil festgestellt, dies seien Schmiergeldzahlungen. Ich möchte das Urteil des Landgerichts Köln nicht kommentieren und inwieweit es Einfluss hierauf hat, das ersparen Sie mir bitte auch. Gut, aber so ist eine deutliche Sprache, Schmiergeldzahlung. Ja, so steht es im Urteil, wenn man den Gesamtzusammenhang liest, sicherlich nicht. Man könne diese Zahlungen als Schmiergeldzahlungen im untechnischen Sinne bewerten. Dann müsste man das ganze Urteil zitieren, aber ich denke, diese Frage hat sich damit erledigt. Wir zitieren weiter aus dem Urteil. Danach handelt es sich deshalb um Schmiergeldzahlungen, weil aufgrund von Absprachen zwischen Herrn Schröder und Herrn Esch Geldzahlungen zur Beeinflussung eines Entscheidungsprozesses unter Ausnutzung einer Machtposition in Bezug auf den Messebau geflossen sind. Großinvestor Esch spricht von einem ganz normalen Maklervertrag. Schröder von einer üblichen zivilrechtlichen Vereinbarung. Normal und üblich, vielleicht in Köln, aber auch legal? Esch und Schröder fechten das Urteil an. Was für Deals hatte Sparkassenchef Schröder mit den Privatinvestoren tatsächlich eingefädelt? Wer profitierte davon? Wer hatte das Nachsehen? Eine Bestandsaufnahme. Der Neubau der Kölner Messehallen. Die Stadt garantiert den schwerreichen Investoren in den nächsten 30 Jahren Mieteinnahmen von satten 750 Millionen Euro. Wegen der fehlenden Ausschreibung des Bauauftrages hat die EU-Kommission inzwischen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Es drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Der Umbau der alten Messehallen in einen Bürostandort. Die Sparkasse hatte die Immobilie mit Millionenverlust an die Privatinvestoren verkauft. Obgleich der Oppenheim-Esch-Fonds Bauherr und Investor ist, übernahm die Sparkasse zusätzlich einen großen Teil der Umbaukosten von bislang rund 250 Millionen Euro. Geschäfte, für die letztlich der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Im Grunde genommen sind diese Leute eigentlich dafür da, die Interessen der Bürger zu vertreten. Ja, das heißt, sie müssten eigentlich gucken, dass wenn bestimmte Institutionen gebaut werden, dass das möglichst in den wirtschaftlich günstigsten Bedingungen passiert, dass das langfristig nachhaltig so ist. Dass es egal, ob es die Messe ist, ob es die Stadt Köln selber ist oder ob es die Sparkasse ist, letztlich Verträge so geschlossen werden, dass sie nachhaltig zu deren wirtschaftlichen Vorteil dienen. Und wenn man jetzt sieht, ist es ja in all diesen großen Projekten anders gelaufen. Ja, überall ist entweder die Stadt Köln derjenige oder diejenige, die jetzt sozusagen über die nächsten Jahrzehnte das abzahlen kann. Bei der Messe wird es ähnlich kommen, das nächste Großprojekt. Bei den Rheinhallen wird es die Sparkasse sein und zum Teil auch wieder die Stadt. Das heißt, das sind alles riesige Projekte, wo nachhaltig der Bürger letztendlich draufzahlt und andere Leute sich die Taschen voll machen.